Servus Leute, hier ist der Reset und willkommen zurück zu Madfather. Jo, letztes Mal haben wir ja noch diesen Schrank aufgekriegt. Jetzt gehe ich einfach mal weiter und schau mal, ob ich hier reinkomme in die Cafeteria. Ja, ich habe den Schlüssel dafür, stimmt. Ja, mal schauen, was hier so ist. Ist hier auch was hinter dem Vorhang? Irgendeine Leiche, die sich nicht bewegt. Geil. What? Trampeln wir noch ein bisschen auf dem Typen rum. Kann ihn nicht mal mehr anklicken. Es würde mich aber interessieren, wer da so rumwirkt. The fuck, ein Hund? Das war übrigens klar, dass da was ist. Das hat man schon gesehen. Weil der Teppich umgeknickt ist. Das gab es in einem anderen auch mal. Ich hab Öl gekriegt. Ich habe den Hund noch nicht mal angeklickt gehabt. Ich wollte nur speichern, bevor ich ihn anklick. Ich sollte wegbleiben. Es ist grauenhaft dunkel hier unten. Oh, die Lampe. Der Lagerraum ist zu. Paar Fässer. So. Ich denke, dass ich hier weitergehen werde, weil hier habe ich ja noch ein paar Räume, die ich noch nicht erkundet habe. Ich bin wieder spastisch am Speichern. Der ist zu, dann gibt es nur noch den Raum, wo ich hingehen kann. Yo, what the fuck? What the fuck ist das? Da kann ich nicht durchkommen. Was sollte ich tun? Es ist wie in diesem, das Flammenei-Buch. Verbrenne alle, die in meinem Weg sind. Ja, ich könnte sie verbrennen, aber wie? Ich hab doch alle Sachen. Oder? Ich hatte doch gerade noch Öl. Ich habe nicht alles, um sie zu verbrennen. What the fuck? Was brauche ich denn noch? Ich schau mal wieder nach links rüber. Ob da noch was ist, weil in der Cafeteria habe ich ja jeden Schrank schon durchgeklickt. Vielleicht ist ja hier noch was. Oh, ich könnte die Fässer noch checken. Springt da jetzt wer raus? Nee, weil da war nicht kurz was zu sehen hier in der... im Scheißdreck. Ah, das ist eine Box! Ah! Ein leeres Feuerzeug. Ah, ist klar. Ich weiß bloß jetzt nicht, ob es das automatisch auffüllt. Hier ist ja schließlich nichts mehr. Das habe ich schon alles getan. Jo. Zwei sollten eigentlich keine so großen Probleme machen, da durchzukommen. Hätte ich mir schwerer vorgestellt. Denke ich, geht es. Juch, ich habe immer noch nicht alles. Ups. Ja, sieht so aus, als müsste ich erst noch. Ja. Ich natürlich hin, wobei ich könnte die Fässer mal checken. Jo, das war's wohl mit dem Fässer checken. Muss schauen, vielleicht finde ich ja noch irgendwo was.
Weil irgendwas brauche ich ja schließlich noch. Weil mir ja noch was fehlt. Ah, okay, hier geht's weiter. Dieser komische Typ ist gegangen. Und der Hase lebt. Einen Hasen nehmen wir mit. Hier ist Snowball. Das ist Schneeball. Aber ich nenne ihn Snowball, weil er so heißt. Snowball mag Vater auch. Mal, oder? Snowball! Snowball, wo bist du? Was soll ich tun? Sein Bein ist verletzt. Ich mache mir echt Sorgen. Snowball! Wo bist du hingegangen? Ich habe mir so Sorgen gemacht, als du verschwunden bist. Ich konnte nicht mal die Wunde verbinden, als du rumgelaufen bist. Warte, die Wunde ist verheilt. Was für ein problematisch kann ich kaum sagen, aber ich sag's einfach, was für ein problematischer Hase. Vater? Ah ja, bitte schau, dass du Snowball nicht aus den Augen verlierst. Der Hase macht wirklich ein Unstall, ein Saustall, ein Unstall. Oh mein Gott, einen Saustall in der Küche. Tut mir leid. Snowball muss versucht haben, etwas von Marias Essen zu kriegen. Hast du Snowball gefunden, Vater? Ja, und ich habe seine Wunde geheilt, während ich ihn gefunden hatte. Es ist wirklich schön, dich hier zu haben, Vater. Oder Snowball? Danke, Vater. Snowball ist ein Teil der Familie. Also wird er auch wie ein, also wird er auch so gut wie jeder andere behandelt. Ja. Musste kurz überlegen, ob das Sinn ergeben hat. Wie kann ein Hase so schnell heilen? Lass uns gemeinsam Vater retten gehen. Snowball gekriegt. Hatte ich schon angeklickt. Die Leiche von dem Vogel. Juh, das war ihr Tagebuch, wo sie den Vogel getötet hat. Juh. Sie tötet auch Tiere? Könnte ich noch hingehen? Ich brauche ja schließlich irgendwas. Ich glaube kaum, dass ich mit Snowball das Viech verbrennen kann. Da fehlt ein Stück von der Leiter. Geil. Juch. Hier ist gar nichts. Hey, da ist was. Anhänger gekriegt. Keine Ahnung, für was der da ist. Komme ich immer noch nicht rein. What the fuck will der? Ich muss hier nicht jede Puppe durchklicken, um irgendwas zu finden, oder? Okay, hier scheint nichts zu sein. Ups. Gerade ans Mikro blöd hingekommen. Kann eigentlich nur noch hier nochmal schauen. Ist
schauen, ob irgendein Stuhl was hat. Juch. Die Blume was? Nein. Der Stuhl. Die Pflanze hat auch nichts. Wie weit kann ich hin? Oh, da kommt was. Geil. Das war zwar nicht, was ich finden wollte, aber ich nehme gerne an. Hä? Irgendwo muss ich doch was übersehen haben. Oh mein Gott, ich schicke ich da jetzt Snowball rein. So, dann gehe ich mal schnell speichern. Weil ich nicht weiß, ob ich irgendwas versaue, wenn ich das jetzt mache. Jo, warum kann der Scheiß nicht offen bleiben? Ah, ich muss auf Snowballs Item drücken. Bitte, Snowball! Juhu, Hase! Hase! Irgendwas hat da komisch geklungen. What? Oh nein, das Licht ist ausgegangen. Warum funktioniert das nicht? Bitte! What? War da jemand hinter mir? Oder habe ich mir das nur vorgestellt? What the fuck? Wo kommen die her? Juch! Ah, das ist Deutsch, weil es aus Deutschland ist. Dein Vater Mörder. Fehlt ein Ist oder so? Keine Ahnung. Wenn man das geschrieben hat. Jetzt sollte ich genügend Sachen haben. Ah, natürlich, jetzt kann ich das Öl hinschmieren, das eine, und dann anzünden. Jupp, verbrennen wir es. Tschüss, Tentakelmonster. Es brennt, es brennt. Es tut weh, helf mir! Nein! Was immer das für ein Viech war. Da ist immer noch zu. Aber das Viech ist weg. Irgendwo habe ich die Krähe landen gehört. Juch, da will ich nicht nochmal anklicken. Schön Krähe. Gehen wir erst nach unten. Gehen wir erst. Na, ich gehe jetzt schon erst nach unten, weil oben das Labor ist. Ich habe einen Eimer gekriegt. What the fuck? Unbekannte Sachen. You what the fuck, Augen! Und Babys! Juch, das eine hat zwei Köpfe, what the fuck! Okay, das ist der gleiche Schrank. Juch, jetzt echt zwei Augen, geil! What the fuck war das? Was hat da gerade so gelacht? Maria! Herrin. Oder. Ja. Ich weiß nicht, ob die Herrin ist, weil sie ja die Dienerin ist oder so, oder Assistentin. Du bist verletzt! Ja, aber ich werde in Ordnung sein. Vergiss mich!
Fliehe irgendwo hin, irgendwo, wo es sicher ist. Hier ist es zu gefährlich. Wo ist Vater? Ich habe seinen Schrei aus meinem Zimmer gehört. Ah, ich muss den Doktor retten. Ah, mit dieser Wunde kannst du nicht weitergehen. Aber, Maria, was ist zu Vater passiert? Der Doktor ist noch viel weiter im Labor. Seine Frau, sie. Seine Frau? Meine Mutter? Was meinst du, Maria? Maria! Oh, sie ist geblackoutet. Der Typ ist wieder da. Du schon wieder. Auf jeden Fall. Es klingt, als wäre dein Vater noch viel weiter hereingezogen worden. Tiefer in dieses Untergrundlabyrinth. Was hat Maria gesehen? Mami ist gestorben, oder? Was geschieht hier? Bitte sag mir nicht, dass der Fluch. Du wirst deine Vermutung. mit seiner Stimme sagt. Du wirst deine Vermutung durch Weitergehen bestätigen können, oder? Was für ein komischer Typ. Wie kommt der Typ überhaupt in ihr Haus? Okay, hier ist auf Anhieb mal nichts. So 5 Minuten werde ich noch so zocken und dann werde ich mal wieder einen Break machen. Vater! Blickpunkt ist immer noch komplett aufs Gesicht gerichtet. Hier ungefähr war das Gesicht. Mom? Bist du das? Warte! Auf keinen Fall! Das kann nicht meine echte Mom sein. Das kann aber auch nicht sein, dass ich sie verwechselt habe. Das war Mom! Warum war das Mom? Es muss dieser Fluch sein, oder? Hast du es noch nicht mitgekriegt? You what the fuck? Diese Tragödie wurde von dem Fluch einer. Von der Kraft des Fluchs einer Frau herbeigebracht. Das Grauen, die Rache an deinem Vater. Oh, keine Ahnung, Alice. Die Verzweiflung an deinem Vater. Die Verzweiflung ist zu einem Fluch geworden. Oder, keine Ahnung. Oder das Begehren. Keine Ahnung, Wort noch nie gehört. Sie sucht nach dem Tod deines Vaters. Oder sie verlangt. Könnte diese Frau. Also hast du es endlich mitgekriegt. Ja, deine Mutter. Das kann nicht sein. Warum vermutest du das? Weil meine Mutter meinen Vater geliebt hat. Meine Mutter hat sogar die Arbeit meines Vaters verstanden. Und Vater hat meine Mutter auch geliebt. War meine Mom nicht glücklich? Ich kann kaum glauben, dass sie irgendwann etwas gegen meinen Vater hatte. Aber meine Mutter hat meinen Vater und Maria nicht gemocht. Ich will es wirklich nicht wahrhaben, aber. Also wirst du die also wirst du gehen, um die Wahrheit zu finden? Ich will zurück, da war ein Germanboden. Schlafen die, das sind die tot. Juch, der hat seine Hände hin. Ich hab's gar nicht geblickt erst. Was ist bei dir los, Maria? Okay, ich habe einen Raumschlüssel gekriegt. Ja, der Akkustand ist niedrig. Schön für den Laptop.
Jo, ich will nur speichern. What the fuck? Ja, ich würde sagen, das war's für den Teil, weil auch der Akkustand jetzt niedrig ist. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen oder das Video zu euren Favoriten hinzufügen. Hoffe ich, dass wir uns im nächsten Teil von Madfather wiedersehen. Servus, Leute.